Protest gegen Syngenta. Der Gary Hauser aus Hawaii will die Inselbewohner vor Pestiziden schützen. Das Gericht wartet vergebens. Auch heute war der Anklagte von der Explosionsbratele abwesend. Und Erfolgsbilanz für das Basler Unispital. Es gibt mehr Patienten, mehr Umsatz und mehr Gewinn. Guten Abend. Bei der Generalversammlung von Basler Pflanzenschutzmittel- und Saatguthersteller Syngenta hat es auch Protest gegeben. In der St. Jakobshalle ist unter den mehr als 930 Aktionären auch der Gary Hauser gesessen. Er ist kein freundlicher Aktionär. Der Gary Hauser ist extra aus Hawaii angereist. In Hawaii ist er Politiker und bekennender Syngenta-Gegner. Halb neun am Morgen beim St. Jakob. Es regnet und das scheint der Bezirksrat Gary Hauser aus Kauai nicht zu stören. 12'000 Kilometer ist er hier angereist, um zu Basel mit Sympathisanten nach seinem Plakat in die Höhe zu heben. Sein Vorwurf, Syngenta spritze auf der Insel Kauai Chemikalien wie z.B. Atrazin, die in der Schweiz verboten sind. Und das hat für die Bevölkerung Auswirkungen. We have people getting sick. We have children in schools going to the hospital. Wir haben Leute, die krank werden, die Krebs haben. Wir haben Kinder in Schulen, die ins Spital müssen. Wir wollen unsere Gemeinde beschützen. Syngenta will uns nicht helfen oder zuhören. Sie wollen unseren Gesetzen nicht folgen. Und wir sind hier, um diese Geschichte zu erzählen und Syngenta zu bitten, keine Chemikalien bei uns im Garten zu sprayen, die sie in ihrem Garten auch nicht benutzen. Don't use chemicals in my backyard that you can't use in your own yard. Diese Forderung hätte er dann auch können an der Generalversammlung stellen. Syngenta hat vor der Kamera keine Stellung nehmen und die Kamera hätte auch nicht rein dürfen. Aber Gary Hauser hat eine Antwort bekommen, und zwar vom CEO von Syngenta, Michael Mack, persönlich. Und 934 anwesende Aktionäre haben zugelassen. Zusammengefasst, Syngenta halte sich an die lokalen Gesetze und Regulierungen und spreie nur auf ihren Feldern. Nach der Generalversammlung zeigt sich der Gary Hauser mit den Antworten, die er bekommen hat, nicht zufrieden. Sie wiederholen sich. Sie sagen, die Sachen seien nicht wahr. Sie sagen, sie halten sich ans Gesetz und sie reden in Halbwahrheiten. Er hat zum Publikum gesagt, wir sprayen die Chemikalien nur auf unser Syngenta-Land. Das stimmt, aber es ist eben gerade neben einer Schule. Und solche Sachen. Es ist eine Halbwahrheit. Sie müssen ihren Job machen, aber das ist nichts für mich. Sie müssen ihren Job machen, aber ich würde nie diesen Job machen. Eine Woche war der Gary Hauser hier, morgen reist er wieder zurück nach Hawaii. Damit ist es aber noch nicht vorbei. Er kämpft nämlich noch vor Gericht gegen Syngenta. Dabei geht es um ein Gesetz, das eine Sprühpufferzone zu Häusern einführen soll. Für ihn wären Hawaiianer dann besser geschützt vor Pestiziden. Der Agrochemiekonzern Syngenta, der an der Expo Mailand ausstellt, ist morgen auch Thema in unserer Dokumentarsendung «Telebasel Report». Heute hat das Baselbieter Strafgericht den Fall von dem Mann behandeln, der das Bratele mit einer Gasexplosion ein Haus zum Einsturz gebracht hat. Gestern ist der Anklagte nicht am Gericht erschienen und auch heute ist der mutmaßliche Täter nicht auftaucht. Das Gericht hat vergeblich auf ihn gewartet. Kurz vor Mittag teilt das Gericht mit, der Prozess um den mutmaßlichen Brateler Gassprenger ist abgebrochen. Er sei bis zum letztmöglichen Zeitpunkt nicht auftaucht. 8 Tage hat sich das Baselbieter Strafgericht für diesen Prozess Zeit genommen. Die Polizei hat ihn ohne Erfolg gesucht. Der Mann bleibt verschollen. Jetzt gibt es einen neuen Termin. So will das die Strafprozessordnung vom Bund. Eine Verurteilung in Abwesenheit vom mutmaßlichen Täter kommt noch nicht in Frage. Erst wenn der Anklagte auch beim zweiten Prozess schwänzt, könnte das Gericht ein Urteil in Absentia sprechen. Ob die Baselbieter Strafrichter das dann auch machen, ist nicht sicher. Sie dürfen auf eine Abwesenheit bestehen, zum Beispiel wenn sie die Ansichten des Anklagten unbedingt hören wollen. Das Gericht bleibt bei dieser Sache intransparent. Die Fragen von Tele Basel zur Suche des Anklagten hat's nicht beantworten. Das heftige Unwetter von gestern zu oben hat im Schwarzbubenland grossen Schaden angerichtet. Das Zuschauervideo veranschaulicht Schäden in den Gemeinden Büsserach und Breitenbach. Die Solothurnische Gebäudeversicherung schreibt, sie erwarte 400 bis 600 Schadenmeldungen. Die Schadenssumme dürfte um die 2 Millionen Franken betragen. Vor allem Dächer, Lamellenstoren und Rollläden sind vom heftigen Hagel beschädigt worden. Die Feuerwehr war während mehrerer Stunden im Schwarzbubenland im Einsatz.
Die baselstädtischen Grünliberalen haben gestern Abend ihre Kandidaten für die Nationalratswahlen im Herbst bekannt gegeben. Es sind das die ehemalige Regierungsratskandidatin Martina Bernasconi, der Kantonalpräsident David Wüst-Rudin sowie die drei Grossräte Dieter Wertemann, Eneas Wanner und Katja Christ. Für die Wahlen geht die GLP auch eine Listenverbindung mit CVP, EVP und BDP ein. Die Basel bei der Bildungsdirektion verzeichnet einen weiteren Abgang. Der Leiter der Volksschule, der Markus Stauffenegger, hat gekündigt. Vor 3 Jahren hat er die Amtsleitung übernommen und per Ende Jahr geht der 56-Jährige sie wieder ab. Markus Stauffenegger wurde aber genug Zeit bleiben, die neue Bildungsdirektorin Monika Gschwind einzuschaffen, heisst es in der Medienmitteilung. Die Spitaldirektion vom Universitätsspital Basel freut sich über das positive Jahresergebnis. Im 2014 hat es mehr Umsatz und mit 14 Millionen Franken deutlich mehr Gewinn gegeben. Und das trotz sinkender Tarif und weniger Leistungen vom Kanton. Das Unispital Basel hat immer mehr Patienten. Im stationären Bereich sind es im 2014 fast 35'000 gewesen. Die kommen vor allem aus dem Baselbiet, dem Jura und aus Solothurn. Dass die sich für ihre Behandlungen vermehrt für das Unispital Basel entscheiden, dafür gäbe es verschiedene Gründe, sagt der Direktor Werner Kübler. Das eine sind die strategischen Elemente. Unser Angebot wird, glaube ich, geschätzt von den Patienten. Und ob die Freizügigkeit, die herrscht im 2014 gegenüber den Vorjahren, zwischen den beiden Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt, da ein Beitrag war, das können wir nicht sagen. Wir denken, es hat alles miteinander in die gleiche Richtung gewirkt. Das Unispital hat im 2014 den Gewinn von 11 Millionen auf 14,5 Millionen Franken können steigern. Der Nettoumsatz belauft sich zum ersten Mal in der Geschichte des Spitals auf über 1 Milliarde Franken. Eine positive Bilanz, obwohl das Unispital im letzten Jahr vom Kanton 8 Millionen Franken weniger für Lehr- und Forschung bekommen hat. Bis 2016 gab es eine weitere Kürzung von 17 Millionen. Das führt dazu, dass das Unispital den Preis für die einzelnen Eingriffe erhöhen will. Dazu muss das Spital mit der Krankenkasse verhandeln. Für Prämienzahler sollte das nichts ausmachen. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich, dass wir dann einen höheren Preis haben werden, sofern wir überhaupt einen höheren Preis verhandeln können. Und das heisst, dass man dann im Quervergleich immer wieder als ein bisschen zu teuer gelten und all die Diskussionen, wer muss jetzt und warum schickt man Patienten ins Unispital, von Kantonen, von der Öffentlichkeit ein bisschen härter geführt werden. Für 2015 rechnet die Spitaldirektion mit einem deutlich tieferen Gewinn, geht aber von schwarzen Zahlen aus. Wir budgetieren für 2015 ein schwarzes Null. Das heisst, wir werden alles daran setzen, um quasi nicht defizitär zu werden. Aber wenn Sie sehen, wie klein das unsere Gewinnmarge ist, dann braucht es da einmal einen Hustenanfall und dann sind Sie vielleicht noch ein bisschen negativer. Das sprunghafte Gewinnwachstum von rund 6% sei also für das Jahr nicht mehr zu erwarten. Dank der 14,5 Millionen Franken Gewinn sei das Unispital finanziell, aber für zukünftige Projekte gut abgesichert, sagen die Verantwortlichen. In Nepal hat das Erdbeben vom Dienstag bis jetzt über 5'000 Tote verursacht. Die Helfer haben Schwierigkeiten, die Notleidenden zu unterstützen. Das ist das Thema in unserer Gesprächssendung 061 Live. Die Gäste sind der Manuel Giesler von der Hilfsorganisation Terre des Hommes und der Journalist von der Basler Zeitung, der Dani Wahl, der auch im Vorstand von der Lepra-Mission ist. Was Sie daheim am Unglück von Nepal beschäftigt, das können Sie uns dann direkt sagen und in die Sendung anrufen. Das 061 Live kommt gerade nach dem 7 vor 7. Schon als Schülerin hat die amerikanische Jazzsängerin Jane Monheit in den Clubs von New York gesungen. Jetzt ist die heute 27-Jährige im Rahmen des Offbeat Jazz Festival auf Basel gekommen und hat gestern im Volkshaus für Hirnerhut bei den Zuschauern gesorgt. Mit ein paar von den besten Bildern und von den schönsten Klängen des Konzerts hoffen wir, dass sie in den Heimen eine Spur von Hirnerhut kriegen. Love can be a life of sadness. A summer shower. Life can be the sun. Life can be two hearts, a flower as one. It can be
Und das hat heute politisch für Aufsehen gesorgt. Syngenta sagt zu den harten Vorwürfen aus Hawaii, der Konzern wird sich ans Gesetz halten. Der Prozess um die Gasexplosion in Bratele muss neu angesetzt werden. Wen genau, ist noch offen. Und das Basler Universitätsspital erwartet für dieses Jahr ein schlechteres Resultat als im guten 2014. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Fernsehabend auf Tele Basel mit einem spannenden Programm.